Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil MIG Aluminium Schweißen mit Tipps und Tricks, damit ihr ein sehr gutes Ergebnis erzielen könnt. Ich sag's euch gleich, ich habe den Zusatzwerkstoff gewechselt gegenüber Teil 1. Ich habe jetzt ein ALMG-Draht aufgelegt. Wir haben zuletzt mit dem ALSI geschweißt. Der hat den Vorteil einer hervorragenden Schweißnahtoptik. Jetzt habe ich den ALMG-Draht aufgelegt. Der zeichnet sich aus durch sehr hohe mechanisch-technologische Gütewerte und wird von vielen Profis draußen bei vielen Anwendungen derzeit eingesetzt. Wenn man schweißen will, gibt es ein paar Sachen, die man im Vorfeld noch tun sollte. Zum einen wäre das, wenn das Blech stark von Öl und Fetten verunreinigt ist, mit Aceton und einem normalen Lappen reinigen. Das führt dazu, dass diese Verschmutzungen einfach beseitigt werden. Und zusätzlich kann man mit einer Edelstahldrahtbürste diese Oberfläche reinigen, ja, die Oxidschicht aufbrechen. Das hilft dem Lichtbogen, schneller ins Grundmaterial einzudringen. Es sollte möglichst eine Edelstahldrahtbürste sein, keine Stahldrahtbürste. Diese hat die Gefahr, dass sich Ablagerungen von der Bürste ins Grundmaterial einkoppeln und man dadurch das Schweißergebnis verschlechtert. Ab einer bestimmten Blechstärke ist eine Schweißnahtvorbereitung zwingend notwendig. Ich würde euch empfehlen, aus meiner Erfahrung heraus, nutzt eine mechanische Schweißnahtvorbereitung, drehen oder fräsen. Aus dem Grund, man hat eine optimale Maßhaltigkeit und man stellt sicher, dass keine Fremdstoffe, beispielsweise vom Schleifen, in das Grundmaterial Aluminium eindringen können und somit das Ergebnis erheblich verschlechtern. Noch dazu ist, wenn ich solch eine Blechstärke ohne Schweißnahtvorbereitung stumpf gegeneinander stelle, kann ich niemals einen Vollanschluss erreichen. Im letzten Video war auch das Thema Gas ein Bestandteil und da möchte ich jetzt auch nochmal drauf zurückkommen. Wir nutzen hier im Moment Argon, aber man hat auch eine Möglichkeit mit Argon-Helium gemischen, ein Stück weit mehr Energie durch das Helium in den Lichtbogen einzubringen und damit ist das Erschmelzen und Aufschmelzen des Grundwerkstoffs leichter, weil Aluminium eine höhere Lichtbogentemperatur mit sich bringt. Beide Gase sind inerte Gase. Lasst uns mal über die Parameterauswahl sprechen. Und da gibt es ein hilfreiches Instrument hier, die Blechstärkenanzeige. Damit kann ich sehr schön die Blechdicke mir auswählen und habe sofort einen Vorschlagswert, Ampere, Drahtvorschub, Meter pro Minute, wonach ich die Anwendung dann entsprechend schweißen kann. Ich wäre jetzt soweit, dass ich schweißen könnte. Und noch ein Tipp aus der Praxis. Viele nutzen den Brennermodus Zweitakt-Spezial oder Viertakt-Spezial, damit man gerade zu Beginn mehr Energie einträgt, um eine Kaltstelle zu verhindern. Und man dadurch eine höhere Wärmeeinbringung zu Beginn erzielt. So, wir schweißen jetzt mal unsere erste Naht. Ich habe den Parameter eingestellt. Ihr achtet mal bitte auf den Sound und beobachtet meine Brennerführung. Los geht's! So, jetzt haben wir geschweißt und man konnte zwei Dinge beobachten. Zum einen hat man diesen typischen für Aluminium hörbaren Sound des impulsgeregelten Tropfenübergangs hören können durch dieses Summen. Und zum anderen, wenn ihr genau hingeschaut habt, habt ihr diese Pendelbewegung, Vorwärts-Rückwärts-Bewegung des Brenners erkennen können. Das mache ich zum einen, um diese Schuppenoptik herzustellen. Und zum Zweiten nutze ich das, um nochmal mit dem Lichtbogen auf die erkaltende Schmelze zurückzugehen und ein besseres Ausgasen zu ermöglichen. Noch ein Praxistipp, achtet darauf, dass ihr beim Schweißen immer eine stechende Brennerführung einhaltet. Das ermöglicht euch, den Lichtbogen sehr gut zu erkennen und die Gasabdeckung ist damit auch optimal gesichert.
So, nochmal was zum Thema Sound. Hört mal genau hin, wenn ich das hier jetzt schweiße. Ich habe Superpuls aktiviert, zwei Energieniveaus und der Sound ist auch charakteristisch. Passt mal auf. Was ich super genial finde, ist die Weiterentwicklung des Superpulses. Und zwar Position Welt. Beim Superpuls hat man 1, 2, 3, 4 Parameter, die der Schweißer einstellen muss. Position Welt, ein Parameter. Der Rest wird über die Kennlinie abgefahren. Und somit hat der Schweißer es ganz leicht, den Arbeitspunkt zu finden. Pendelbewegung ist für den Schweißer unter Umständen ein wenig schwierig nachzuempfinden. Position Welt, sehr gute Funktion, und da pendelt die Maschine automatisch zwischen Hochstrom und Niederstrom. Und der Schweißer kann den Brenner linear fahren und muss nicht mehr vorwärts, rückwärts ziehen. Optimal auch für das Schweißen in Zwangslage. Habt ihr eine Blechstärke, die größer ist als 10 mm, dann würde ich euch aus meiner Sicht empfehlen, vorwärmen, damit beim Schweißen nicht zu viel Wärme verloren geht und ihr Kaltstellen erzeugt. Aluminium ist ein sehr guter Wärmeleiter. Das hatte ich ja schon in dem letzten Video gesagt. Mir ist es aber besonders wichtig, nochmal auf ein paar Sachen hinzuweisen. Man kann es mit dem Gas beeinflussen. Man kann es mit dem Lichtbogen beeinflussen, indem dass man Impulslichtbogen schweißt und damit eine definierte Wärmephase hat, definierte Tropfenübergänge hat. Ja. Man kann es über die Parameter steuern und ein wenig eingrenzen und beherrschen, wenn es in Position geht. Oder zum Beispiel mit einer Funktion, die da heißt Position Welt, indem dass man mit hoher und niedriger Energie in Position diese Schmelze stabil hält. Das sind die Tipps von meiner Seite und ich denke, damit kann man schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen. Wenn es euch gefallen hat, dieses Video, dann lasst einen Daumen da, würde mich freuen. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal, macht's gut und bleibt gesund. Ciao. Was macht ihr jetzt, wenn ihr zum Beispiel Blechstärken habt, 1 mm? Dann würde ich euch eine Titan AC empfehlen. Hier haben wir mit dem DC-Lichtbogen geschweißt und bei unserer Ausführung Titan AC schweißt ihr mit Wechselstrom. Damit haben wir die Möglichkeit, sehr, sehr dünne Bleche zu schweißen. Wir zeigen euch das in einem separaten Video.